seien die Polynome p von x und q von x. Berechne p von x mal q von x. Wir sollen also diese zwei Polynome miteinander multiplizieren und dazu wenden wir die Distributivität an. Wir verteilen diesen Term 3x hoch 4 auf diese Klammer und erhalten plus mal plus macht plus 3x hoch 4 mal x hoch 3 plus mal minus macht minus 3x hoch 4 mal 3x Quadrat plus mal plus macht plus 3x hoch 4 mal 2. Jetzt verteilen wir diesen Term auf diese Klammer und erhalten plus mal plus macht plus 5x hoch 3 mal x hoch 3 plus mal minus macht minus 5x hoch 3 mal 3x Quadrat plus mal plus macht plus 5x hoch 3 mal 2. Jetzt verteilen wir minus 3x Quadrat auf diese Klammer und erhalten minus mal plus macht minus 3x Quadrat mal x hoch 3, dann minus mal minus, das macht plus 3x Quadrat mal 3x Quadrat und dann noch minus mal plus macht minus 3x Quadrat mal 2. Jetzt verteilen wir x auf diese Klammer, das ergibt dann sofort plus x mal x hoch 3 minus x mal 3x Quadrat und plus x mal 2. Jetzt verteilen wir noch minus 1 auf diese Klammer und das ergibt minus 1x hoch 3 plus 1 mal 3x Quadrat minus 1 mal 2. Zur besseren Übersicht nehme ich jetzt all diese Farben wieder weg. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, welche Formel der Potenzen wir hier anwenden. Wir sollen hier x hoch 4 mit x hoch 3 multiplizieren. Vorsicht, bei dieser Formel a hoch m hoch n werden die Exponenten multipliziert. Das heißt, a hoch m hoch n ergibt a hoch m mal n. Aber hier sind wir in diesem Fall, wir haben das Produkt von zwei Potenzen mit derselben Basis, genau wie hier. Das Produkt von zwei Potenzen mit derselben Basis, hier a. In diesem Fall werden die Exponenten addiert. A hoch m mal a hoch n, das ist a hoch m plus n. Also x hoch 4 mal x hoch 3, das ergibt x hoch 7. Und so finden wir 3 mal x hoch 7 minus 9 mal x hoch 6 plus 6 mal x hoch 4. In der nächsten Zeile erhalten wir plus 5 mal x hoch 6 minus 15 mal x hoch 5 plus 10 mal x hoch 3. In der nächsten Zeile ergibt das minus 3 mal x hoch 5 plus 9 mal x hoch 4 minus 6 mal x hoch 2. Die nächste Zeile ergibt x hoch 4 minus 3x hoch 3 plus 2x und die nächste minus x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 2. Jetzt werden wir hier die Termen der jeweiligen Potenzen addieren. Wir haben einen einzigen Term in x hoch 7. Den schreiben wir also einfach ab. Die Termen in x hoch 6 sind diese zwei. Minus 9x hoch 6 plus 5x hoch 6, das ergibt minus 4x hoch 6. Jetzt x hoch 5. Minus 15x hoch 5
minus 3x hoch 5, das macht minus 18x hoch 5. X hoch 4. 6x hoch 4 plus 9x hoch 4 plus x hoch 4, das ergibt plus 16x hoch 4. Die Termen in x hoch 3 sind diese: 10x hoch 3 minus 3x hoch 3 minus 1x hoch 3, das macht 6x hoch 3, also plus 6x hoch 3. Jetzt die Termen in x Quadrat: minus 6x Quadrat plus 3x Quadrat, das macht minus 3x Quadrat. Diesen einzigen Term in x schreiben wir ab und diesen einzigen unabhängigen Term schreiben wir auch ab. Somit ist diese Übung beendet.